Jetzt fahren wir nach Altheim, sodass ihr einen ganz besonderen Mensch kennenlernt. Let's go! Also, wir sind hier mit einem tollen Menschen, den wir gerne kennenlernen würden. Ja, kannst du dich kurz vorstellen? Hallo, grüß dich, ja. Mein Name ist Matthias Rupp und ich bin 30 Jahre alt. Und wohne jetzt seit einem Jahr hier in Altheim-Alb. Schön. Und, ich bin verheiratet und wir haben 4 Kinder. Dann haben wir ein paar Fragen für dich. Ja. Und wir fangen an. Was ist deine Lieblingsfußballmannschaft? Oh, das ist eine gefährliche Antwort hier, glaube ich. Also früher als Kind war ich Bayern-Fan. Okay. Mittlerweile verfolge ich nicht so die Bundesliga. Gucke ab und zu Champions League, da bin ich für Bayern. Mhm. Okay, ich oute mich. Mhm. Und gegen eine spanische Mannschaft? Nein, tut mir leid, ja. Nein. Das ist kein guter Anfang. Ja. Gut, was war früher in der Schule dein Lieblingsfach? Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, es gab gar keines wahrscheinlich. Sport. Sport, ja. Sehr gut. Da war ich mal gut. Okay, sehr gut. Welches war das schönste Kompliment, das du je bekommen hast? Kannst du denken? Meine Tochter ist ganz gut, die ist 7 Jahre alt, die ist echt gut im Loben. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber ich kann mich erinnern, dass sie gesagt hat, das hast du gut gemacht. Oder? Hast gut gekocht oder irgendwas? Das war so voll. Wow, krass, ein Lob von meiner Tochter. Das war wirklich ein schönes Kompliment, ja. Das ist gut. Wenn du ein Lebensmittel wärst. Ein Lebensmittel? Ja. Welches wäre es und warum? Boah, irgendwas, was ich halt mag, oder? Boah, Tomate oder so. Tomate oder Olivenöl, so geschmeidig. Und Parmesan halt so. Ich mag gerne so italienisches Essen und dann. Nicht schlecht. Ja. Tomate. Rot und rund und knackig. Was würdest du tun, wenn du viel, viel, viel Geld hättest? Boah. Ja, du fragst mich wieder, ey. Ja, ich würde. Ich träume davon, irgendwie mal ein Restaurant aufzumachen oder so ein Café aufzumachen oder sowas. Und was für ein Restaurant? Ja, so Kleinigkeiten, aber die richtig gut so. Kleine italienische Sachen. Was ist dein Beruf? Und warum hast du dich entschieden, das zu machen? Also ich bin seit einem Jahr Pastor. Das heißt Pfarrer oder Leiter von der Kirche, von der Gemeinde. Ja, ich wollte nicht schon immer Pastor werden, seit ich klein bin. Als ich so um die 20 war, da überlegt man sich ja schon so langsam, was fange ich an mit meinem Leben. Und ich wollte eigentlich immer Lehrer werden und so den Schülern dann sagen, ja, hört auf und kriegst gefälligst auf die Reihe und so und ja, wolltest so ein cooler Lehrer sein und so. Aber dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass Gott auch in mein Leben eingegriffen hat und dann hat sich viel verändert in meinem Leben. Mhm. So innerhalb von 3 Jahren, sag ich immer. Ich habe viel Mist gebaut und ich habe Gottes Gnade erlebt und sein Eingreifen in mein Leben und es hat sich sehr viel verändert. Und das war dann so stark, dass ich dachte, wow. Ja, ich will irgendwie da mein Leben voll und ganz Gott hingeben. Also ich hatte auch einen Hunger nach Gottes Wort, ich wollte die Bibel studieren. Und jetzt bin ich ja auch Lehrer irgendwo. Ja, klar. Also, hier, da kommen die Kinder. Dann verabschieden wir uns und danke, wir freuen uns auf deine Predigt. Okay, ja, ich freue mich auch auf euch. Danke. Ja, danke, ciao.